Servus Leute, heute geht es mal um den Magic Slide. Ist ja so ein bisschen ein Mysterium für viele und viele wissen nicht so richtig, wie man den jetzt macht. Eigentlich gar nicht so schwer, einfach auseinander. Im Grunde ist die Basis, dass ihr sicher auf einem Bein fahren könnt. Dann bewegt ihr eure Hüfte auf das fahrende Bein, also auf euer sicheres Bein, auf das rechte Bein oder linke Bein, ist völlig egal. Und zieht einen Fuß, also der nicht belastet ist, nach vorne und macht so eine Art Soul Slide. Also ihr bremst leicht an der Seite an. Ich zeige euch das dann nochmal langsam. So. Ganz schön warm. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr den jetzt Stück für Stück aufbaut. Ihr fahrt erstmal sicher. So. Geht ein bisschen in die Knie. Verlagert dann beim Fahren euer Gewicht auf die starke Seite, zieht das Bein nach vorne und könnt hier schon so ein bisschen ansliden. Also hier so ein bisschen. Aber nicht zu viel Druck drauf geben. Wenn ihr das geschafft habt, das sieht dann so ein bisschen so aus. Ein bisschen. Ja. So. Wenn ihr das geschafft habt, hier so leicht anzusliden, dann dreht ihr euren Oberkörper, stellt euch das immer vor wie so ein Dreieck. In die Seite rein. Und ihr werdet merken, der Fuß kommt automatisch nach vorne. Und ab dem Punkt gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Dann wird der Fuß umgeklappt und ihr steht letzten Endes wieder auf eurem starken Bein. Und so. Immer schön üben. Also, gerade fahren, Gewicht verlagern. Fuß nach vorne bringen, Fuß hinten nach hinten bringen. Zack, Fahrtrichtung. Macht schön langsam, verlagern, einsliden. Wenn ihr das geschafft habt, ist es gar nicht mehr so schwer, weil dann müsst ihr einfach nur die Hüfte wieder in die Mitte bringen, euren Oberkörper zur Seite drehen und den rechten Fuß, wie beim T-Stop, nachziehen. Bis das eine fließende Bewegung wird, dauert das ein bisschen. Also immer schön üben, üben, üben. Macht es am Anfang langsam, überschätzt euch nicht. Man kann da auch einen guten Spagat hinlegen. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, macht erstmal langsam, was sich anbietet. Sind auf jeden Fall nasse Oberflächen. Das ist so ein schöner Sommerregen, wenn es gerade auf dem Parkplatz so ein bisschen nass ist. Perfekt. Fangt da an zu üben. Nehmt keine zu weichen Rollen. Stuntrollen sind jetzt auch nicht so besonders dafür. 85A ist eigentlich eine gute Härte bei 80 mm. Wenn ihr eine etwas breitere Schiene habt, könnt ihr das auf nassem Untergrund sehr gut üben. Jo. Verlagern und umklappen. Bam! Das war's. Wenn ihr Bock auf mehr habt, also es gibt ja noch ein bisschen was, keine Ahnung, 180, 360, ein Gesell. Bin gerade am einbeinigen Gesell dran. Klappt eigentlich schon ganz gut. Also wenn ihr Lust auf mehr habt, dann einfach mal hier Daumen hoch machen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet, freue ich mich. Ansonsten, schönen Tag euch.